Nona Key wurde entführt. Nathaniel und Kenyan Key eilen ihr zu Hilfe und hoffen, ihre Entführer zu entlarven. Küchler. Jetzt habe ich Hunger. Colonel Küchler, hier sind die Gefangenen der Mohawk aus dem Oneida-Dorf. Ausgezeichnet. Wie viele Krieger kann dein Dorf aufbringen? Das wirst du wissen, wenn sie deinen Kopf holen. Es ist ein Fehler, mich für einen nachsichtigen Engländer zu halten. Du kannst vielleicht gegen deinesgleichen Krieg führen. Aber jetzt hast du es mit Hessen zu tun. Mein Befehl lautet, die Wälder von diesen Rebellen zu säubern. Wenn deine Leute mir in die Quere kommen, sterben sie. Sperrt sie ein. Hessen in der neuen Welt, okay, auch nicht schlecht. Die Rettung. Vor allen Dingen mit diesen Schlafmützen auf dem Kopf. Der Kampftrupp ist versammelt. In unserem Lager sind keine Dorfbewohner. Um bauen und wachsen zu können, müssen wir Dorfbewohner befreien, die von dem Mohawk und ihren hessischen Verbündeten gefangen gehalten werden. Ja, was alles muss. Okay. Na gut. Die Infanterie kommt komplett in Gruppe 1. Die Kavallerie macht Gruppe 2 und die Kanone schicken wir hinterher als Gruppe 3. Gut. Was ist denn überhaupt unser Weg? Dieser Weg wird ein Schwarzbär sein. Ja. Wolltest du dich drücken, hä? Kriegsdienstverweigerung nennt man das. Dafür ist man früher erschossen worden. Warum hat dieser Bär es nicht seinen Kameraden gleich getan? Frage ich mich. Schweine! Kann man die verfüttern? Nein. Schade. Hab Hessen gefunden. Hessen, Deutscher. Also das finde ich jetzt echt cool, dass die das da sogar unterteilt haben, was ja auch auf jeden Fall realistisch ist. Ne? Also, ich denke nicht, dass wir bereits hinter 1871 liegen. Und bis dahin gab es ja bekanntlich keinen deutschen Nationalstaat. Und insofern, ich bin halt etwas überrascht, dass es jetzt ausgerechnet Hessen sind. Ich hätte dann da eher Preußen oder sowas erwartet. Oder von mir aus Hannoveraner oder sowas in der Richtung. Hanseaten auch noch. Seemächte. Aber Hessen? Die eigentlich immer Binnenländer waren? Naja, gut. Ich meine nicht, dass ich mich jetzt großartig stören würde. Ich bin gebürtiger Hesse. Und ich fühle mich auch so ein bisschen als Hesse, muss ich sagen. Eher jetzt als Pfälzer. Und der fühlt gleich gar nichts mehr. Auf, kommt. Oder sind die nur auf der Durchreise? Na gut, Reisen, da soll man nicht aufhalten. Ich würde die ja sogar fast lieber selbst spielen, ja, aus diesem Grund dann sogar. Ich find's nur einfach überraschend. Da und da ist ein Dorfbewohner. Oder auch nicht. So. Gut, dass sich da niemand für unsere Kavallerie interessiert. Und überhaupt für irgendwas? Ja, ich finde das lustig. Was war das? Ah, wie durchaus praktisch. Oh, Leute, die... Boah,
Dieses Hintergrundgeräusch der schießenden Kanone, das ist immer noch da. Also, das ist so einer der Punkte, warum ich dieses Spiel liebe. Wir greifen übrigens das Tor an. Hier ist auch ein Handelspfad, sehe ich gerade. Lässt du meinen Falconet in Ruhe? Freunde der Nacht. Na, was ist das jetzt hier? Speer. Kommt mit. Haben wir es dann? Waktare. Danke. Hand. Jäger Tentis. Nicht die Wölfe kaputt machen, bevor... Lauf! Lauf! Nein! Du Barbar! Dafür werdet ihr bluten bis ans Ende eurer Tage. Die Einheimischen kennen unter der Führung der Hessen recht gut. Jäger Tentis. Ja, natürlich, das sind ja auch Hessen. Das sind Deutsche. Ike. Wer das erste Mal, dass Deutsche nicht gut kämpfen? Okay. Kerry Winters. Nicht den Wolf kaputt, nein! Rettet den Wolf! Und jetzt? Yanni! Waktare. Ike. Komm, verpisst euch. Okay. So, errichten können wir hier nirgendwo einen Handelsposten, gell? Nee. Okay. Da wir um unser Falconet beraubt sind. Hin. Onachoten. Waktare. Hen. Katoraz. Müssen wir das jetzt mit denen hier zu Ende bringen? Aber gut, viel ist es nicht mehr. Jawohl, wunderbar. Dann holen wir auch direkt schon mal die Plantage. Ich bin gerade etwas überrascht, wo unser Feld ist. Tja. Also ich weiß echt nicht, was ich mit dem Schwierigkeitsgrad anfangen soll. Das jetzt ist fast schon wieder zu leicht. Aber... ja, wie gesagt. Wir befreiten einige Dorfbewohner. Wir müssen sie bei der Arbeit beschützen, um unser Militär zu verstärken. Ja, ja. Es werden noch weitere Dorfbewohner gefangen gehalten. Je mehr von ihnen wir befreien, desto schneller können wir unser Lager erweitern. Das ist richtig. Nathaniel! Die Indianerin ist und bleibt meine Gefangene. Ike. Ja, ja. Das wird sich noch zeigen, Kollege. So. Kümmern wir uns schnell um die Dorfbewohner. Die werden natürlich erstmal... verstärkt, jawohl. Dann zwei weitere Dorfbewohner. Was haben wir hier? Ist das das Feld? Wir sind in einem Feld.
Na gut. Wir lassen es erstmal dabei, würde ich sagen. Drei Fischerboote. Brauchen wir wahrscheinlich einen Hafen dafür. Ja, machen wir das. Weil so stark sind die Tiere nicht. Ja, wie gesagt, was ich noch sagen wollte zu... Es gibt zwei Standorte für Handelsposten. Einer wurde bereits von dem Mohawk erobert. Aber das können wir ändern. Ja, ganz genau, so sehe ich das auch. Nee, was ich sagen wollte, also ich werde das jetzt auf jeden Fall nochmal weiter beobachten mit den, mit dem Schwierigkeitsgrad und ihn dann eventuell später wieder erhöhen. Also das in der ersten Mission war halt jetzt total seltsam. Aber andererseits war das jetzt dann schon wieder ein etwas größerer Kampf, also ja. Was anderes bleibt es dann nicht übrig, als zu beobachten, abzuwarten und dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zu reagieren. So. Wo ist denn jetzt unser Grand Canyon? Nein! Ihr Schweine, das war der Bär, den ich erobern wollte. Jetzt ist er auch noch... Oh. Schade, ich kann keinen Angriffsbefehl auf eigene Einheiten auswählen. Das hättet ihr jetzt verdient. Mindestens. Das ist wirklich... Was ist dann, wenn jetzt schon wieder einer von Greenpeace zuguckt? Jetzt ist ein Bär unnötig gestorben. Mann. Apropos Bär unnötig gestorben. Weg. Zack. Komm. Heim. Lasst es! Das Ding hat Geld gekostet! Lauf! Lauf doch! Nein! Das ist wie ein Held. Der Coureur de Bois. Ja, von hier aus. Auf Coureur de Bois, zeig mal, was du drauf hast. Nix hat er drauf. Hau ab, Coureur de Bois. Das ist so eine Art Hauptdorfbewohner, hab ich das Gefühl. Der bleibt mal schön da. Ja, Bonjour. Ja, super Bonjour. Hat es ausbonjourt. Ja, sag mal. Okay. Meine Herren, man kommt kaum hinterher. Was? Kommt der jetzt her? So. Gut.